Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Heute hat es uns aufs Tempelhofer Feld verschlagen. Ja, hier seht ihr das schöne Flugzeug. Dort drüben war die ehemalige Empfangshalle. Kann man kaum noch was sehen davon. Bombenwetter heute, über Regen, Schnee und Sonnenschein gibt es alles. Optimal, um die Gierschlacht zu fahren. Ja, heute geht es ums Thema Kaffee draußen machen. Das Tarp haben wir auch vorsichtshalber aufgespannt. Hier ein Paddock. Ich bin heute zusammen mit Cecilia und Fantomas hier. Ja, dort unser kleines Lager. Fantomas heißt übrigens Dirk. Fantomas heißt Dirk, sagt er gerade. Verrückt, ja. Verrückt. Cecilia heißt Cecilia übrigens. Wie? Cecilia heißt Cecilia. Ah. Ja, das Lager steht und nun geht's los. Ja, der Dirk hat hier extra für mich heute noch eine Kaffeemühle mitgebracht. Das ist geil. Für den Kaffeespezialisten Marc. Aber nicht halt, insgesamt sehr unstabil. Hier ein Espresso-System aus Ungarn. Aber man kann es so ein bisschen... Total geil, hat schon Nostalgiewert. Du kannst ruhig weitergehen machen. Zeig mal hier deine Idee mit dem... Wie heißt das? Carbonfeld? Genau. Im Teelicht drin. Damit nichts abbrennt oder so, wenn jetzt Spiritus mal umkippt. Und hier macht man dann einen Kaffee mit. Ja, cool. Eigentlich mit... Eigentlich mit Fetze. Fetze-Tabletter. Und Zucker. Das hier ist zum Trinken. Das ist zum Halten, ja, das ist total geil. Genau. Das System hat schon mal einer vorgestellt. Das ist ja verrückt. Das ist ja echt total wie früher. Ja, ich habe heute mal den. Oh, so, ich habe jetzt mal hier den Jetboil am Laufen. Ja, Kaffee schon gemahlen. Habe ich natürlich keine Ahnung, wie ich das bin. Nee. Schau nochmal. Ja, Dirk versucht hier heute einen Growers Cup Brasil Special Coffee zu brauen. Sieht cool aus. Und? Ja. Der Dirk natürlich. Der Kaffee? Der Kaffee auch. Und jetzt? Bitte schließen Sie den Rückverschluss. Lassen Sie den Kaffee ziehen. Wohin? Wohin denn? Lass ihn ziehen. Oh. Ja. Ach, der ist ja schon offen hier. Mein Käffchen zieht auch. Der ist ja hier, Kaffee kommt hier schon. Vielen Dank. Gern. So, also meinst du, das jetzt schon 4 Minuten so, steht am Rummachen? Und guck mal, das Carbonfeld glüht da jetzt. Macht nichts. Ja. 2 bis 6 Minuten. 4 Minuten ist schon mal echt ganz schön lange, ne? Rinden durch. Prost! Lasst euch schmecken. Ob ihr es überlebt, wissen wir noch nicht. Mensch! Die Espressomaschine wackelt. Was ist los hier? Jetzt geht's Spiritus alle. Ja, womöglich. Kann das ne? sein, dass das wirklich. Also, noch wirklich? Tut's, noch tut's. Also, noch. Ich, so ich werde da auch nichts kürzen in dem Video, ja. Ich glaube, der Spiritus ist aus. Na toll. Oder? Ja, ich denke auch. Hier musst du nochmal nachlesen. Nee, da tut noch was. Irgendwas tut noch. Jetzt kommt das, jetzt. Jetzt kommt das. Yay! Tropfen für Tropfen. Ich muss dann hier mal gleich. Ja. Ach so. Aber es ist tatsächlich... Also ohne das Carbonfeld ist es ja stärker am Brennen, ne? Und da ist es nicht tropfenweise rausgekommen. Da ist es dann wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich gerade am Ausgehen. Nee. So, also auf dem Video sieht es alles größer aus wahrscheinlich, als es ist. Das muss jetzt eigentlich als Strahl rauskommen. Ja. Haben wir hier einen Größenvergleich? Hast du nicht ein Feuerzeug? Ja. Das sind Finger. Echt winzig, aber funktioniert. Also zum Vergleich, Mini-Kompass. Ja, ein Mini-Kompass, der auch auf dem Video jetzt größer aussieht, als er ist. Oh, jetzt geht's los hier. Nee, das ist nicht richtig. Cecilia macht Feuer, jawohl. Toll.
Aber das muss doch eigentlich. Mitten in der Stadt ein riesiges freies Feld. Ja, einige Skater sind hier, viele Menschen mit Hunden natürlich. Aber ansonsten ist es relativ ruhig. Da steht unser kleines Lager. Ja, und hiermit möchte ich mich wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, unser kleines Camp mitten in Berlin hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen da, wenn ihr mögt, oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Hier war wie immer euer Marc Boy. Ciao.